Ja, oh, moin, moin, liebe Leute. Hier ist Aristos von der Hasenmafia und heute stelle ich euch City Skylines vor mit dem Add-on After Dark. Es ist diesmal kein Blind Let's Play, wie es meistens der Fall ist, sondern ich habe das Spiel schon so ein bisschen gespielt. Was heißt ein bisschen? Hab halt ja schon eine ganze Weile gespielt, allerdings jetzt nicht mit dem After Dark Update und auch nicht, ja, seitdem dieser Patch rauskam, auch für die, die das Update noch, also den. Das Add-on noch nicht besessen haben. Ich nehme hier eine Karte mit sehr viel Baugebiet aus dem Steam Workshop. Da gibt es eine ganze Menge im Angebot. Einfach weil viel Baugebiet bedeutet, dass man da auch sehr, sehr große Städte bauen kann. Ja, namensmäßig habe ich jetzt keine große Idee. Gehen wir erstmal einfach rein. Und ja, es gibt natürlich auch mehr Karten, die eine viel schönere Ästhetik besitzen. Und da hat man halt oft nicht sehr viele Flächen, sondern muss kleinere Dörfer bauen. Und weniger Großstädte. Was durchaus auch funktioniert. Aber ja, das ist halt einfach eine Geschmacksfrage bei dem Spiel. Und ich habe eine ganze, ganze Menge Mods mit draufgehauen, die vielleicht mehr so im Hintergrund wirken. Das Spiel ist da sehr, sehr zugänglich, was das angeht. Und über den Steam Workshop ist das auch sehr bequem. Und dann kann natürlich auch sowas passieren, dass es jetzt irgendeine Mod macht da jetzt gerade Probleme. Ich habe es, wie gesagt, eine Weile nicht mehr gespielt. Ja, jetzt muss ich auf jeden Fall erstmal Pause drücken, damit mir das Geld für gebaute Straßen und so weiter nicht verloren geht. Was haben wir hier? Hier haben wir eine Zuglinie direkt im Baugebiet. Nur eine ganz enge Stelle mit Wasser. Das heißt, hier müssen wir schon irgendwie anfangen. Und natürlich nervige Tutorials, die wir jetzt nicht mehr brauchen unbedingt. Muss ich vielleicht irgendwann mal abschalten. Ja, hier die Autobahnverbindung. An die kommen wir erst später heran. Ansonsten kommt der Verkehr von außen, also hier über diese Autobahn. Und hier könnte man nachher irgendwann einmal eine große hier außen rum. Das heißt, hier würde es noch durchgehen. Und hier würde es irgendwie abzweigen. Hierher. Denn es ist, City Skylines ist nicht wirklich wie Anno zum Beispiel einfach groß bauen, sondern man muss das Straßennetz vor allem im Auge behalten, den ganzen Verkehr zu managen und so weiter, ist hier eine der größten Herausforderungen. Und da muss man erstmal eine kleine Planungsphase vorwegnehmen, sonst wird das nichts. So, also wir haben schon mal klar gemacht, dass wir hier irgendwie die ganze Sache auftrennen wollen, um hier nach unten hin das Autobahnnetz zu vergrößern. Da baue ich erstmal. Achso, wir müssen auf jeden Fall mal die Richtung einschalten. Das ist, finde ich, ist eine sehr gute Mod. Die zeigt mir an, in welche Richtung die Straßen gehen. Man kann zwar raufschauen, da sieht man hier die Pfeile, aber das hier kann ich wenigstens auch von schön weit oben erkennen. Gehe ich jetzt hier ein Stück rein. War das jetzt die falsche Straße? Ja, das war. Oder? Ja, das war jetzt gerade die falsche. Das ist eine sechsspurige Straße. Ja klar, ich wollte eigentlich mehr eine Autobahn haben. Dann nehmen wir das hier mal wieder raus. Ich habe sowieso eine Mod drin, dass ich das volle Baugeld zurückbekomme. Normalerweise bekommt man nicht das Ganze. Das Doofe bei Autobahnen hier ist nur, dass man nicht genau sieht, wie viele Gatter man entfernt ist. Da muss man ein bisschen schätzen. Ja, und schon sieht es so ein bisschen aus dem Kurs aus. Naja, es gibt den Ganzen nachher ab einer gewissen Dimension auch wieder ein natürliches Antlitz. So, jetzt müsst du ungefähr mittig sein. Naja, einigermaßen. Es muss ja auch nicht immer alles super symmetrisch sein. Man kann da auch eher einen natürlichen Baustil bevorzugen.
Ja, bei mir ist es eher ungewollt, nicht so super symmetrisch. So. Und wir müssen auf jeden Fall nach hier hinten hinkommen. Das macht's ein bisschen teuer. Ihr müsstet sonst, wenn ihr nicht mit so einer Mod spielt, dass ihr mehr Startgeld habt. Ach ja, das habe ich noch gar nicht groß erklärt, warum ich das mache. Jedenfalls, wenn ihr nicht mit so einer spielt, müsst ihr sehr, sehr sparsam mit Straßen sein, weil die kosten Geld und ja, das wird dann am Anfang fleißig verschlungen. Ihr seid dann sehr in den Miesen. Hier würde die Autobahn weitergehen und nach hier unten abzweigen. Also hätten wir so ein Ding. Ja, jedenfalls mit dieser Mod kann ich einfach schneller in die nächste Zivilisationsstufe sozusagen, wenn man das mal in Anno-Worten ausdrücken würde, übergehen. Ja, so ungefähr. Und das beschleunigt einfach den Ablauf. Sonst muss man wirklich eine Weile zugucken und Steuern kassieren, wenn man nicht alles perfekt gemacht hat. Und dann langsam wachsen. Hier wird das dann alles ein bisschen schneller gehen, hoffentlich in dem Let's Play, wenn ich nicht alles falsch mache. So, hier haben wir jetzt also einen starken Zugang zu einem Viertel. Hier hinten könnten wir dasselbe nochmal machen. Ja, wenn wir mal so schauen. Hier sind übrigens die Wasserfälle. Die sind in City Skylines nicht so einfach zu machen mit dem Karteneditor. Also Wasser ist da immer so ein bisschen problematisch, das so hinzukriegen, dass es auch wirklich in eine Richtung fließt und trotzdem volumetrisch, ja, also geladen wirkt. Wirklich wie ein wuchtiger Fluss. Das ist ein bisschen kompliziert. Hier haben wir übrigens noch eine Bahnlinie. Ah ja, das ist ja also so eine. Aha. Okay. Das könnte, also man kann nach und nach immer weitere Viertel kaufen, die dann immer diese Größe haben. Und wir könnten dann als nächstes dieses hier nehmen, um zum Beispiel die Straße hier komplett mit dem zu vernetzen. Und vielleicht kommen wir dann auch hier an die Wasserversorgung ran. Ansonsten hier würden wir auch gut an Wasser rankommen. Das wäre vielleicht dann auch die nächste Wahl. Ja, wir haben vor allem Grünland zur Verfügung, ein wenig dichte Wälder. Hätten wir hier vorne vielleicht ein kleines Stück für etwas mehr Industrie, wenn wir dann auf Öko setzen wollen. Ja, alles gut. So, dann müssen wir jetzt überlegen. Hier vorne, also hätten wir jetzt die Wasserversorgung. Die kann ich ja schon mal anmachen. Wir müssen einmal das Wasser anpumpen und abführen und das Ganze miteinander verbinden. So. Und irgendwie müssen wir dann gucken, wenn wir dann gesehen haben oder uns ausgemacht haben, wo wir welche Viertel anlegen, das Ganze miteinander verbinden. Allerdings, diese Pumpen machen Krach, genauso wie nachher die Stromversorgung, wenn wir nicht gerade auf teure Windkraftwerke, aber die machen auch Krach, setzen würden. Oder die Dreckschleuder sozusagen, das Kraftwerk. Was dann natürlich mehr Energie liefert und verhältnismäßig günstiger ist. Und das würde ich gerne alles zusammen haben, denn vielleicht darum ein bisschen Industrie. Dann Gewerbegebiete und hier vielleicht, das könnte alles nachher Stadtgebiet sein. Da müssen wir vielleicht später nochmal die Autobahn aufrüsten. Ja, und dann könnte hier nachher alles Stadtgebiet sein, hier ein bisschen Rand. Aber das wäre dann halt, wenn man wirklich so großflächig plant. Man kann natürlich auch viele kleine Bezirke planen. Gerade wenn man wenig Startgeld hat, ist das eigentlich mehr zu empfehlen. So, wir haben hier jetzt also. Das könnte man mit einem Kreisverkehr lösen. Mit Busfahrspuren. Das wäre entweder ist das neu drin jetzt oder durch eine Mod.
Wir brauchen auf jeden Fall einen Kreisverkehr. Ja, ist ja gut. Den könnten wir hier machen. Dann hätten wir hier Zugang zu dem Viertel und hier zu dem. Wir ziehen die Autobahn durch, dass wir das besser sehen können. Ich würde sagen, da machen wir ja, das ist größer. Es ist schade, dass es keine mittleren Einbahnstraßen gibt. Eventuell, falls nötig wird, könnten wir hier vorne eigentlich auch gleich einen Kreisverkehr reinmachen. Und dann hier hinten nochmal. Ja, das könnten wir eigentlich gleich machen. So. Dazu gibt es dann hier immer diese Marker. Also hier haben wir eine blaue Linie im Moment und genau hier ist. Ach nee, wir müssen erstmal schief machen. Und mit denen kriegt man das hin, dass man perfekte Kreisverkehre baut. Was allerdings hier mit den Anschlüssen vielleicht nicht ganz klappt, das schauen wir gleich mal. Das muss man nachbessern. Dann geht immer ein Punkt weiter, so. Hier wieder bis ein Punkt. Hier auch wieder. Und das hier vorne müssen wir mal weglöschen. So, und so haben wir den Kreisverkehr geschaffen. Ja, nicht hundertprozentig der schickste. Und eigentlich hatte ich hier auch mal einen eigenen drinne. Ja, ist leider irgendwie nicht mehr dabei. Also ich mache das gerne, dass die Ein- und Ausgänge über Brücken laufen, aber wir können ja mal schauen, für den Anfang wird es so reichen. Ich erkläre das vielleicht später dann mal. Auch je nachdem, wie das Interesse natürlich jetzt an City Skylines ist. Wenn das es gibt ja Sachen, die machen beim Zugucken nicht so viel Spaß wie beim Spielen und umgekehrt oder gemischt. Das kann ich auch immer erst sehen, wenn ich mir selber mal so ein Video im Nachhinein angucke. Macht das überhaupt Laune beim Zugucken? Oder ist das eher langweilig? Ich glaube, StarCraft zum Beispiel war da nicht so die beste Wahl. Ja, da können wir hier hinten auf jeden Fall nachher schön Viertel bauen. Und hier hätte ich gern noch einen Kreisverkehr. Den letzten sozusagen. Für diesen Bereich. Und dann legen wir los mit den Stadtvierteln. Den mache ich jetzt mal eineinhalbfache Größe. Sieht man immer genau hier kommt der Punkt. Ach Mensch. Natürlich muss es wieder eine gebogene Straße sein. Genau, wenn diese grüne Linie hier oder die blaue Linie da erscheint, die dritte, dann 1, 2, oh, die ist doch sehr groß ausgefallen. Ich gucke mal sicher, jetzt habe 1, 2, ja, da kann man nämlich nachher die Müllabfuhr im Inneren lassen. Das 1, 2, zack. Denn die verursacht immer unangenehme Effekte, wie zum Beispiel, dass da keiner gerne wohnen will, natürlich.
Gebäude entwickeln sich dann nicht so hoch und bringen weniger Einnahmen. Okay, der wirkt ein bisschen schief, aber jedenfalls tut er, was er soll, hoffentlich. Kann nachher hier noch ein mittleres Zentrum verbinden und hier nachher zur Autobahn führen und hier abführen. Dann brauchen wir bloß noch. Ja, die müssten jetzt eigentlich sich kreuzen, das wäre viel besser. Können wir jetzt. Ja, das machen wir. So. Und hier bauen wir jetzt eine Brücke für die, die abfahren wollen. Die können ja innen fahren. Dafür benutze ich gleich die Bild-Hoch-Taste. So, und hier hätten wir dann, na, nicht die ästhetisch perfekteste, aber wenigstens hätten wir jetzt eine Abfahrt, die den Verkehr ein bisschen teilt, denn die Leute fahren immer auf der Seite, wo sie jetzt im Moment abfahren wollen. Das heißt, die, die rausfahren, die fahren rechts, die, die weiterfahren wollen, fahren links. Und das entlastet dann den Verkehr so ein klein bisschen. Das könnten wir hier hinten auch nochmal machen. Würde jetzt aber ein bisschen länger dauern und ich möchte wenigstens in diesem ersten Let's Play zum City Skylines ein bisschen was zeigen von der ersten Blüte einer Stadt. So, hier können wir jetzt eine Abfahrt machen zum Stadtviertel. Hier fahren diejenigen rauf, raus und rauf, die in dieses Wohngebiet möchten. Jetzt brauchen wir eine gerade Straße. Ja, theoretisch jetzt könnten hier auch schon welche wohnen. Ein bisschen ungünstig. Übrigens von der Musik, da gibt es auch Mods, dass man dann zum Beispiel hier, wie hier, mit klassischer Musik versorgt wird. Und dann, zack, auch hier die Verbindung. Hier würden wir ein bisschen Platz verschwenden. Nee, dann lassen wir das einfach so. Perfekt. Und in der Mitte haben wir dann nachher Platz für größere Gebäude. Und dann können wir jetzt eigentlich fast schon anfangen. Wir brauchen jetzt hier bloß noch ein Gebiet für das Kraftwerk. Das könnte ja hier mit an der Straße liegen. Ja, warum eigentlich nicht? Müssen das Ganze noch mit Strom versorgen, also die ganzen Strombereiche verbinden. Und hier vorne, ja, ich weiß Bescheid. Hier vorne könnten wir jetzt noch, warum nicht, ein bisschen Industrie hinpacken. Ein paar Gewerbegebiete.
Und dann mit den Wohngebieten beginnen. Ja, niemand will natürlich direkt im Industriegebiet wohnen. Und das Spiel starten. Los geht's. Also so haben wir jetzt quasi unser erstes Stadtviertel geplant. Wir gehen natürlich davon aus, dass die Stadt deutlich, deutlich größer werden soll. Machen nicht nur ein kleines beschauliches Dörfchen, da würden wir dann auf ganz andere Dinge Wert legen. Hier wollen wir dann möglichst viel auf möglichst engen Raum kriegen. Und wir können sein, dass wir hier jetzt Probleme erstmal mit der Stromversorgung kriegen. Da müssen sich hier die ersten entwickeln, damit das Stromnetz, wie man sieht, hier immer größer wird. Können wir eventuell von hier eine Verbindung rüberbauen und die dann später wieder abreißen. Ja, denn erstmal gibt es Leute. Und dann siedelt sich Industrie an. Und natürlich, ja, die Wasserversorgung, die dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen ja noch Rohre bauen. Wenn wir hier Industrie haben, brauchen wir hier vorne sowieso auch welche. Aber wir können jetzt erstmal hier direkt eine gerade Linie bauen. Es überlappt sich ein klein bisschen, aber wenigstens ist es sauber abgedeckt. Und jetzt sollte das Wasserproblem gleich erledigt sein. Jetzt müssen wir mal an unser Budget schauen. Wir machen hier gerade ordentlich miese. Und wahrscheinlich haben wir mehr Wasser, als wir Bedarf haben. Ah, das ist für Tag und für Nacht. Wahrscheinlich haben wir auch mehr Strom, als wir Bedarf haben. Das sehen wir jetzt im Moment noch nicht so ganz. Wahrscheinlich gleich. Normalerweise sind hier Balken hinterlegt, die dann sagen, wie es aussieht. Aber es muss sich hier jetzt gerade erst alles anfahren. Wie sich die ganze Stadt dann entwickelt, das seht ihr dann im nächsten Video. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Daumen nach oben, wenn ihr mehr von City Skylines sehen wollt. Daumen nach unten, wenn ihr sagt, nee, das ist nicht so unsers. Das war Aristos von der Hasenmafia. Hoffe, euch hat's gefallen. Bis demnächst.